erste Zuschauerin, die sich gemeldet hat, die mitmachen möchte, bei Gesucht gefunden. Sabine Jakubowski aus Duisburg. Kannst du ja mal eben so ganz leise schon mal dein Geheimnis lüften, was du für ein Hobby hast, weswegen du vielleicht heute hier bist. Aha, man kann es erkennen. Der Beifall sagt schon alles. Diese kleinen Heizer hier auf dem Wasser, die machen schon ganz schön Krach. Aber Sabine, wir können noch viel mehr. Dir wird's gefallen. Hier sind Ted Herold und Franny and the Fireballs. So people like to rock, so people like to roll. We're moving in a groove, we're going to share a farm, we're going to share a party. Let's have a party, let's have a party. Let's have a party. Share the movie stories, buy some more, let's have a party tonight. Never kiss the bat, we'll never kiss the goat. Well, I can shake the chicken in the middle of the room. So, das war die erste Nummer mit Ted Herold und Franny und den Fireballs aus dem Revierpark Wischlingen in Dortmund. Nach dem Krieg eigentlich, oder sagen wir mal so, die Zeit, als die Jugend merkte, dass da eine Musik entstand, die für sie alleine da war. Und die Erwachsenen waren völlig schockiert, weil die Jugendlichen auf einmal ihre eigene Musik hatten. Und das war eben noch nie vorher da gewesen. Und das war eigentlich der Beginn der Rock'n'Roll-Ära. Zuerst Bill Haley, dann Elvis. Und Elvis war der, der eigentlich auf der ganzen Welt durch sein damals rebellenhaftes Entertainment oder seine Zurschaustellung der Lieder dafür sorgte, dass eben die Erwachsenen schockiert waren, die Jugend sich damit identifizierten. Und das war eigentlich der Beginn einer Ära, die bis heute angehalten hat, dass die Jugendlichen ihre Platten kaufen und nicht von den Älteren diktiert bekommen, was sie kaufen sollen. Ne? Du hast ja damals auch Elvis-Musik gespielt, ne? Ja, sicher. Ich bin selbst großer Elvis-Fan, habe durch den ersten Elvis-Film Pulverdampf und heiße Lieder oder Love Me Tender wurde ich auf ihn aufmerksam, ließ mir gleich zu Weihnachten eine Gitarre für 40 Mark schenken und habe dann losgeklimpert wie ein Irrer. Habe alles, was irgendwie auf Platte oder in Geschäften oder durch Kameraden an Texten aufzutreiben war, auswendig gelernt und habe mir das Gitarrespielen selbst beigebracht und dann ging's los, hab erst in Schwimmbädern und Schulfahrten und so weiter, hauptsächlich im kleinen Kreis gespielt. Und 1957 dann auch schon mal auf einer Bühne bei uns zu Hause, dann mal in Frankfurt und so. Und deshalb ist jetzt 25 Jahre her, seitdem ich eigentlich in dem Geschäft bin und wie gesagt immer noch Elvis-Fan und singe natürlich auch noch Elvis-Titel in meinem Repertoire. Aber heute, wenn du wieder auftrittst, singst du auch andere Lieder? Sicher, zum Beispiel jetzt das nächste, mein letzter Single-Erfolg, Ready Teddy. Bitteschön. Und ich sang
ab, die anderen Teenies. Ja, ich war zwar noch sehr klein, doch mir übte alles ein. Meine schönen Tages sind nur scheiß da zu sein. Alle Leute riefen mir, wenn sie mich nur sahen. Und ich fing sofort für sie zu singen an. Ich kriegte eine Chance und ging sofort aufs Ganze. Ready Teddy for me, ready Teddy for me, ready Teddy for you. Als gerade 16 war, wurde mir auf einmal klar, dass ich Nummer 1 in allen Hitparaden war. Meine Knie wurden manchmal ziemlich weit. Hast in 16 Jahren schon dein Ziel erreicht. Oh ja, so ging das immer weiter, immer höher auf der Leiter. Ready Teddy for me, ready Teddy for you. Erfolg zu haben, schien mir damals leicht. Stand für die Mütze. Also es ist mit Sicherheit klar, derjenige, der die Mütze bekommt, wird zur nächsten Sendung eingeladen. Das mit den Geschenken müsst ihr vielleicht gleich noch erledigen. Es wird immer voller. Bitte? Die Dame suchte den Elvis-Film. Ich möchte eine Liste überreichen, in dem sind alle Elvis-Filme vorhanden. 32 Stück plus noch Bonussachen. Ich möchte die Liste überreichen. Das ist ja sagenhaft. Ja, das könnt ihr hier ja noch erledigen. Ihr könnt euch überhaupt noch einen ganzen Abend schön unterhalten. Es wird immer voller und hektischer hier. Ich muss mal die Sonja fragen, ob die schon den Weg hier hingefunden hat. So, wir haben noch die Kamera hier. Wir sind ja fast am Ende jetzt, ne, mit Gesucht gefunden. Ich glaube auch, ja. Du hast deine Aufgabe ganz gut gemacht, so fürs allererste Mal. Ich habe ja gedacht, dir würde vielleicht ein bisschen der Frosch im Halse stecken bleiben. Beim ersten Mal ist das verständlich. Du hast es ganz geschickt gemacht, du hast ihn vorher versteckt, hier hast ihn wieder. Danke. Halten Sie mal. Ich habe aber auch was für dich mitgebracht. Ich habe vorhin gesehen, wie du so begeistert bei dem Bötchen dazugeschaut hast. Da hast du richtig große Kinderaugen bekommen. Da habe ich gedacht, zum Üben in der Badewanne bringe ich dir ein ganz kleines mit. Das ist doch auch toll. Ach toll, dabei dusche ich immer. Aber egal. Also, wir können ja noch mal kurz sagen, wer mitmachen möchte bei Gesucht, gefunden, bei einer der nächsten Sendungen oder Kontakt zu den Leuten aufnehmen möchte, die sich heute in der Sendung vorgestellt haben, bitte schreiben an Gesucht, gefunden, Westdeutscher Rundfunk, Postfach 5000 Köln 100. Und hier geht's schon wieder an die Sache. Wir sehen uns wieder am 10. Oktober, vielleicht bei ähnlichem Krach in Lüdenscheid. Tschüss. Down, step on my feet, step on my knees, hold on to the face. Do anything that you wanna do. Well, honey, lay off these shoes. Why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do anything, lay off these blue suede shoes. Okay.
my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, oh, please choose. Why don't you stand up, lose what you choose? Or you can do anything, well, they all wanna lose what you choose. Show for you to get ready now. Go get go. Why don't you step up your sweet shoes? Or you can do anything when they offer these blue sweet shoes. Well, it's a blue, blue, blue sweet shoes. Blue, blue, blue sweet shoes, baby. Blue, blue, blue sweet shoes. Yeah, blue, blue, blue sweet shoes. You can do anything when they offer these blue sweet shoes. Well, I pop a new one, blop, bam, boom, do it first. She's that girl that I love best. To fruit, oh, room. 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 Pop, pop, bloom, up, and boom. Yeah!